TV Vorarlberg. Aktuell. Haben Sie schon einmal etwas von Otago gehört? Otago ist ein Vorbeugungsprogramm zur Sturzgefahr für ältere Menschen. Otago ist aber auch eine Stadt in Neuseeland, genau jene Stadt, in der genau dieses Projekt entwickelt wurde. Und da sich daraus auch ein Pilotprojekt für Vorarlberg ergab, melden wir uns heute direkt von der Präsentation dieses Hilfsdienstes hier aus der Vorarlberger Gebietskrankenkasse in Dornbirn. Damit herzlich willkommen bei RTV Vorarlberg aktuell mit Gesundheitslandesrat Christian Bernhard. Inwiefern wird denn dieses Pilotprojekt vor allem das Gesundheitssystem von Vorarlberg entlasten? Nun, wenn es Stürze verhindern kann, und das kann es nach den bisher vorliegenden Daten, dann gibt es natürlich eine enorme Entlastung. Die trifft einerseits Patientinnen und Patienten, weil das bedeutet weniger Schmerz. Und im Gesundheitssystem können wir uns komplizierte Operationen und kostspielige stationäre Aufenthalte sparen. Das ist natürlich schön. Und daher gilt es auch seitens der Vorarlberger Landesregierung, derartige Innovationen zu nutzen, um dadurch dem Status als Gesundheitsland tatsächlich gerecht zu werden. Aber auch die Vorarlberger Gebietskrankenkasse leistet dazu einen wesentlichen Beitrag. Was war ausschlaggebend, dieses zunächst dreijährige Projekt, finanziert aus dem Gesundheitsfonds des Landes Vorarlberg, zu unterstützen? Es war eigentlich die Idee, dass man ein evidenzbasiertes Programm ausrollt für ältere Menschen, die damit am sozialen Leben wieder teilhaben können, ihre Beweglichkeit zurückerlangen können, wiedererlangen können, aber auch ihre Balance wieder stärken und damit am sozialen Leben eigentlich wieder teilnehmen können. Das Projekt haben wir über den Landesgesundheitsförderungsfonds finanziert mit 150.000 Euro. Der Fonds wird dotiert zwischen Land und Sozialversicherung und ist eben in dieser Landeszielsteuerungskommission beschlossen worden, was uns auch ein Anliegen ist. Und genau das entspricht auch der Bestandsaufnahme, dass unsere Gesellschaft sehr rasant altert. Schon 2020 sind laut Statistik mehr als 19.000 Menschen in Vorarlberg über 80 Jahre alt. Mit ein Grund seitens des Gesundheitsförderungsfonds des Landes, die Einführung eines flächendeckenden Bewegungsprogramms genehmigt zu haben. Ein Bewegungsprogramm, das auf Senioren zugeschnitten ist, die eben ihren Lebensabend zu Hause verbringen. Wie aber funktioniert die Umsetzung? Die Trainerinnen gehen zu den Klienten nach Hause, schauen, wie mobil sie sind, schauen in der Wohnung diverse Stolperfallen an, besprechen diese Sturzgefährdung mit den Klienten. Dann geht es schon ans Üben. Man schaut, wie gut kann jemand aufstehen, wie sicher fühlt er sich. Und dann geht es mit Lockerungs- und Dehnübungen bereits ans Üben, damit die Muskulatur sich wieder stärkt, damit die Sicherheit wieder zurückkommt oder eine bessere Sicherheit zurückkommt. Und so machen wir das mit Hausbesuchen und später mit telefonischen Kontakten. Die Klienten werden zu Hause besucht und das Ganze geht ein Jahr. Und zum Schluss wird es mit telefonischen Kontakten überprüft, ob der Klient zurechtkommt, ob er selbst am Üben ist. Es ist wichtig, dass die Selbstverantwortung auch gestärkt wird. Und daher bedeutet die Übernahme dieser diffizilen Aufgabe vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der mobilen Hilfsdienste eine enorme Aufwertung. Denn Bemühungen, das Bewegungsprogramm Otago ins Land zu holen, gab es schon länger. Eine einjährige Pilotphase in Kooperation mit Sicheres Vorarlberg und dem Hauskrankenpflegeverband mit der darauffolgenden Evaluierung bestätigte auch den Nutzen dieses Programms. Also wir freuen uns riesig über den Start, der wirklich gelungen ist. Freuen uns über die dreijährige Projektzeit, über den dreijährigen Projektzeitraum, der auch finanziert ist. Das motivierte Team rund um dieses Projekt und so gesehen
denke ich, stehen die Chancen wirklich gut, das langfristig in der Struktur des MOHI zu implementieren und einen wichtigen Beitrag im Sinne der Eigenverantwortung für die Gesundheit auch in Vorarlberg damit zu leisten. Das Land Vorarlberg setzt also ein Präventionsprogramm flächendeckend um. Gemeinsam mit Sicheres Vorarlberg, den mobilen Hilfsdiensten, aber auch der Gebietskrankenkasse Vorarlberg soll dabei vor allem eines erreicht werden, nämlich älteren Menschen die Chance zu geben, länger aktiv zu bleiben. Denn älter werden ist wie Fahrradfahren. Man muss die Balance halten, um in Bewegung zu bleiben. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Dabeisein und damit gleich zu den aktuellen Meldungen des Tages. Heute beschäftigt sich das Landesgericht Feldkirch zum ersten Mal mit einem Prozess, bei dem es um Zwangsheirat geht. Ein damals 13-jähriges Mädchen sollte von ihrer Mutter in der Türkei zwangsverheiratet werden. Andere Familienmitglieder sowie Nachbarn sollen der Mutter dabei geholfen haben. Die 13-Jährige konnte aber fliehen und befindet sich seitdem in der Obhut der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn. Den Eltern drohen bis zu 5 Jahre Haft. In alpiner Notlage geriet gestern ein 21-jähriger Mann um 17 Uhr in Hohnems. Beim Wandern über das Eulegrat kam der Mann aufgrund der Schneelage vom Weg ab und verirrte sich im steilen Gelände. Gegen 9 Uhr abends rief der Mann um Hilfe und konnte von der Bergrettung Hohnems geborgen werden. Der 21-Jährige wurde unverletzt ins Tal gebracht. Wegen Staubildung auf der A14 musste eine 53-jährige PKW-Lenkerin am Freitagmorgen ihr Fahrzeug zum Stillstand bringen. Die nachfolgende 55-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem PKW vor ihr. Auch eine weitere PKW-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und streifte beide Fahrzeuge seitlich. Es entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die 55-Jährige war alkoholisiert. Aktuelle Informationen präsentiert bei herrlichstem Sonnenschein ein gutes Omen. Stichwort daher jetzt der ausführliche Wetterbericht. Ich verabschiede mich im Namen von Redaktion und Technik und wünsche weiterhin viel Vergnügen hier bei RTV. Das Wetter bei RTV Vorarlberg. Mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at. Am heutigen Freitag gibt es den ganzen Tag ungetrübten Sonnenschein und wieder etwas mildere Temperaturen von 9 bis 11 Grad im Rheintal. Zunächst sonnig startet der Samstag. Am frühen Nachmittag ziehen von Norden her aber allmählich Wolkenfelder einer Kaltfront auf, die am Abend und in der Nacht für Niederschläge sorgt. Tagsüber steigen die Temperaturen auf 11 bis 13 Grad. Diese Kaltfront bestimmt sonntags dann auch das Wetter. Es fallen noch letzte Niederschläge. Am Nachmittag kommt dann die Sonne raus und die Temperaturen steigen auf knapp zweistellige Werte. Am Montag gibt es Sonnenschein, die Temperaturen legen dank aufkommenden Föhns ebenfalls deutlich zu und erreichen Werte um die 17 Grad. Beim Dienstag sind sich die Meteorologen noch nicht ganz sicher, doch er dürfte sonnig werden und Temperaturen um die 15 Grad bringen. Das Wetter bei RTV Vorarlberg. Mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at.